Ich grüße dich, mein lieber Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Vortrag. Heute beginnt die Serie-Reihe Woher kommt der Islam wirklich? Wir werden uns nicht innerhalb des Islam beschäftigen, denn es gibt ohne Ende darüber Videos, die man sich anschauen kann. Ich habe darüber ohne Ende schon berichtet, sondern wir gehen jetzt diesmal außerhalb des Islams. Ist der Islam, das, was der islamische Quell noch hergibt, wirklich der Islam? Ihr werdet in diesem Video, innerhalb 5 Minuten werdet ihr selbst sehen, dass dort, was ich euch aufzeigen werde, Fakten sind. Islamwissenschaftler oder Forscher, die diese Sache untersucht haben, die werden sich niemals hier hinstellen und euch das übermitteln. Die werden verfolgt werden oder die werden ihr Job verlieren. Die wissen ganz genau, was ich sage. Und auch viele Islamwissenschaftler, die in der Geschichte in Islam studiert haben, fallen viele vom Glauben ab, weil die feststellen, das ist nicht dieser Islam, was ich immer geglaubt habe, innerhalb des islamischen Quellen. Aber ich werde euch das aufzeigen. Ich werde euch beweisen, dass dieser Islam nicht das ist, was ihr glauben vermögt. Ich werde euch mit dieser ersten Serie, ab dem fünften Video, werde ich euch beweisen, wer schrieb wirklich den Koran. Ihr kennt ja die Geschichte mit Ibn Masud und das Uthman, die einige Manuskripte verbrannt hat und so weiter. Schwamm drüber, wir werden außerhalb gehen, weil das ist das Wichtigste dahinter. Wenn der Islam behauptet und stellt die Menschen Herausforderungen, so wird hier mit der Islam zerfallen. Ich werde euch das jetzt hiermit beweisen. Wir beginnen zuerst mit dem Namen Gottes, Ar-Rahman. Muslime würden sagen, das ist eine Eigenschaft Gottes, das ist diese Barmherzigkeit. Nein, mein Lieber, das ist ein Gott, der schon vor der islamischen Zeit da gewesen ist. Es gibt eine Statue in Syrien, in Damaskus. Schaut euch das an. Diese Statue ist Ar-Rahman, also Muslime benutzen den Formel Bismillahirrahmanirrahim, wenn sie im Gebet gehen und so weiter. Und in zahlreichen Suren findet sich das auch, dieses Ar-Rahman. Sura 26, 44, 45 und so weiter. Sura 75, es ist ziemlich lang. Überall kommt dieser Name Gottes vor. Das heißt, wenn die Muslime sagen, dass Allah einer ist und nehmen aus dem Heidentum diesen Gott aus dem heidnischen Ursprung, Ar-Rahman, und verwenden das in zahlreichen Suren, ist das nicht dann Polytheismus? Ist das nicht dann Götzendienst? Ar-Rahman ist tatsächlich ein Gott, der in dem Heidentum hervorgekommen ist. Hier geht es nicht darum, dass man sagt, ja, das ist, bezieht sich nur um die Eigenschaft, um die Barmherzigkeit Gottes, das ist quasi ein Name von ihm. Nein, dieser Name war schon vor der islamischen Zeit und dieser Statue oder dieser Gott wurde schon verehrt in Altsyrien und teilweise auch in Altaramäischen. Und ich werde euch mal die Quellen hier anzeigen. Hier steht zum Beispiel, in der assyrischen aramäischen Bibliothek von Tal Fekiria aus Syrien findet sich bisher ältester bekannte Beleg für den Wortform Rahman. Der Begriff Rahman steht hier parallel zu Akkadisch und neusyrischen Remur geschrieben. Rahman, oh, der aktuelle Begriff ist als altgöttliche Attribut zu betiteln. Und es ist gut belegt. Das sage ich nicht, ich, das sagen die Quellen, die ich hier einblende. Das heißt, ihr Muslime selbst wisst gar nicht, in was für einem Zustand euch ihr befindet. Zum Beispiel im Alten Testament durften die Heiden das Wort Jehova oder Yahweh niemals in den Mund verwenden. Jehova war immer verschlüsselt. Das heißt, Gott hat seinen Namen bewahrt, aber ihr Muslime nehmt vom Heidentum einen Gott und verwendet das in eurem Suren, in eurem Korane, ja, und spricht sogar den Formeln nach. Das heißt, ihr grüßt einen anderen Gott außer Allah. Ist das nicht ein Widerspruch zugleich, woran ihr eigentlich glaubt? Und deswegen sagt der Herr Jesus Christus, der nicht von der Welt abstammt, er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er sagt auch Dinge, die die Heiden nie im Leben gehört haben. Denn er sagt zum Beispiel, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Und euer Reich ist von dieser Erde.
Ihr nehmt vom Heidentum, von heidnischen Ursprünge, benutzt ihr Formeln. Und dieses Wort Bismillah Rahman Rahim waren teilweise auch bei den Nazabäern. Die haben das teilweise auch verwendet. Oder die Umrundung bei der Kaaba haben die auch verwendet. Alles das nur kopierte Sachen vom Thomas Evangelium, dass er ein Kind eine Taube das Leben gegeben hat, die sie ihm schläft hat. Das sind alles aus dem Apokryphen teilweise, aus dem Agnostische und so weiter. Also wir sehen zahlreiche Belege dafür, dass der Islam ein Götzendienst ist. Und in den zweiten Videos geht es darüber, existiert wirklich nur eine Kaaba oder gibt es mehrere Kaaba? Und welche Kaaba wurde vom Himmel offenbart, mein lieber Muslim? Und das muss man sich wirklich fragen. Es gibt im Jemen ein Kaaba, es gibt im Iran ein Kaaba und alles diese ganzen Eigenschaften, was schon vor der islamischen Zeit und mit dem Floskel anzukommen, es kam ursprünglich aus dem Paradies mit Weiß und bla bla. Nein, ist es nicht. Denn wenn man außerhalb des Islams geht, dann zerfällt der Islam. Ar-Rahman ist ein Gott und selbst bei diesen einen islamischen Historiker belegt das und gibt es sogar selbst zu. Und die Quellen werde ich euch alles hier unter dem Video hergeben. Ihr sagt, Bismillah Rahman Rahim, ihr betet einen anderen Gott und stellt neben Allah ein Gottheit dar, was schon Ar-Rahman als Gott damals betitelt worden ist. Gott segnet euch. In 3 Tagen kommt das nächste Video. Bis dann.